Hier war ich schon. Mal sehen, die Karte. Aha, also muss ich wohl unter Übel zurücklaufen. Es gibt anscheinend keine weitere Höhle. Was bedeutet, ja, vielleicht laufe ich einfach mal ganz zurück und nehme dann den Abzweig, den ich da gefunden hatte. Oder den ich dann da geflissentlich nicht genommen hatte. Und vielleicht geht er ja nicht direkt ins Dorf, sondern führt mich noch an der Höhle vorbei. Ach ne, 6, so. Ach, das hatte ich ja schon, genau. Den hatte ich ja. Oh, da lebt ja jemand. Wieder? Umgebracht und filetiert wäre dann wohl das Wort, was dazu passen würde. Ich bin irgendwo hier hinten reingekommen. Diesen Kessel. Ja, das müsste ich auch haben. Die Höhle, die ist irgendwo da drüben. Ja, aber die hatte ich auch schon gesehen. Ja, da. Höhle, Höhle, Höhle. Tja, eine Höhle fehlt mir noch. Die werde ich dann hoffentlich finden, wenn ich dann den anderen Abzweig jetzt hier laufe. Ich glaube, am Ende vom Tag habe ich eine Menge Braten, den ich hier in die Pfanne werfen kann. Schöner Tag. Ja, gar nicht. Na, darum bin ich nicht traurig. Dann kriege ich 200 EP einfach nur dafür, dass ich irgendwas angreife. Von daher, man kann sich ja nicht beschweren. Nicht bei jeder Sache. Okay. Nein, hier kommen wir anscheinend auch ins Dorf. Ins Yuma-Dorf. Die sind anscheinend eingesperrt. Die freizulassen wäre natürlich jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee. Ja. Oh, hier haben wir noch eine Höhle. Mitten im Dorf. Und hier ist schon wieder eine heilige Höhle. Und ich sehe schon das Teil, was ich brauche. Und etwas. Ach nee, klar. Ich dachte, da wäre irgendwer in den Rippen gefangen, aber so scheint es nicht zu sein. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen. Ach, vielleicht hole ich die Fähigkeit auch erst gleich, wenn ich einmal durchs Dorf durch bin. Weil dann könnte ich. Das sieht aus, als wäre es zu. Ja, sind Krüge. Moment. Also, wenn ich erstmal durchs Dorf durch, dann muss ich nicht den Umweg laufen. Da hinten rum. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, ja, ich gehe dann erst. Erst mir die Fähigkeit holen. Ja, man muss sich ja nicht immer selbst dran halten an das, was man sagt. Man sollte es, aber man tut es nicht. Oder meistens tut man es nicht. Nun gut, hier haben wir noch eine weitere verlassene Hütte. Ich nehme mal an, dass das hier jetzt so weitergehen wird. Eine Hütte nach der anderen verlassen ist. Was schade ist, aber auch verständlich, da die ganzen Krieger ja mit weggelaufen sein oder mit weggegangen sind. Theoretisch. Oh, die kann man gar nicht verstehen. Schade, schade. Sonst hätte ich hier wieder eine neue Art von Vasen, die ich zerdeppern kann, aber so wie es aussieht.
kann ich mal diesen einfachen Schritt über das Gestrüpp machen. Naja, gut. Bringt er mir jetzt auch nichts. So, wo? Ach, Baum des Lebens. Da war ja was. Da sollte ich ihn ja in der Mitte treffen. Mal sehen, ob er da ist. Aha, da ist sie also. Le Prinzessin. Und natürlich gehen zwei von ihren Möchtegern-Kriegern nicht los. Ah, nein, du sollst dich zurückrollen. Na komm schon. Ey. Waren die jetzt besser oder habe ich einfach nur Mist gebaut? So, dann wollen wir doch mal anfangen mit. Erster Treffer, zweiter und das erste, der zweite und der dritte. Okay, der nächste kommt. Die nächsten zwei kommen. Dauern, wenn ich das so weitermache. Erster Angriff geblockt. Das hat ihm noch ein paar Sekunden gerettet. Aber viel dann auch nicht mehr. So, du Krieger. Komm mal her. Das kann ja jetzt noch einen Moment dauern hier. Obwohl, hier raus kann ich wohl noch. Ohne, dass sie mir auf den Keks gehen. Was zum... Hey! Das war ja jetzt gerade nicht so die feine Art, aber... Lebens. Wo bin ich denn hier reingekommen? Oder raus? Oder? Nein, Moment. Ich wollte ja jetzt nochmal zu... Ah, Gott, hier sind ja lauter Krieger wieder unterwegs. Ah, okay, da ist das Verbandtor oder das Gebandtor, warum auch immer. Wie auch immer man es nennen will. Gibt's. Oh, hier ist eine Truhe. Mit. Ach komm schon, spezieller Schlüssel. Ernsthaft. So, mal sehen. Ein wenig Leben heilen. Och, das erinnert mich jetzt. Das erinnert mich jetzt an Harry Potter, die Auferweckung von Lord Voldemort. So, Wurmschwanz da. Ein bisschen vor sich hin murmelt. Das Blut des Feindes. Willentlich gegeben. Naja. So, mal sehen, was er macht. Ja. Viel hat er nicht mehr zu bieten. Und die Jungs. Wahrscheinlich auch nicht. Das ist schon gut, dass man einen von einem anderen vorknöpfen kann, dann geht das Ganze auf jeden Fall mal schneller. Erster Block, nachdem die Hälfte des Lebens weg war. Auf jeden Fall mal interessant. Und jetzt der letzte, da würde ich doch mal sagen. 7. Und jetzt hauen wir ihm auf die Nase.
damit wir ihn möglichst schnell klein kriegen. Nämlich, dass sie die Speere eigentlich ganz gut abwehren können. Aha, eine neue Stufe für mich. Das ist doch schön. 27 jetzt. Ist die Frage, dann hole ich mal die mentale Stärke so weit hoch, dass sie gleich ist zumindest. Was ist denn jetzt die Karte? Aha. Oh, da ist ja noch einer. Ja. Gut, sie lassen die beiden Möchtegern-Viecher frei. Wie wär's mit 5, 4, und jetzt kann ich auch noch den Zoomer kriegen. Sehr praktisch. Ja klar, jetzt hat er mich erwischt. Aber ich krieg ihn eventuell, wenn ich schnell genug bin. Ach so. Was? 400 Erfahrung? Wieso 400? Das waren doch gerade eben noch nur 200. Oder waren das jetzt Elite? Was auch immer. Vielleicht weil sie so freigesetzt wurden. Oh, noch ein zweiter. Ah ja. Oh, der kommt aber gerade gar nicht. Das ist praktisch. So, und den letzten Rest jetzt nochmal mit einer Mondklinge, damit sich das ein wenig regeneriert. Und, okay, alles schon wieder im grünen Bereich. Komm her. Lauf direkt in meine stehende Klinge. Nein. So, okay. Ein Schlag noch. Oder auch zwei. Komisch. Naja, was soll's. Hauptsache, ich kann jetzt zur Höhle rennen. Klar, ich habe jetzt gesagt gehabt, wollte ich eigentlich nicht, aber... Ah nee, die Seite war noch nicht so erkundet. Ja, ist ja egal. Aha, jetzt haben wir ja wieder so einen hier. Wieder nur 200. Aber das ist schön. Jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, sind die Teile wieder da und 200 Erfahrung jedes Mal. Mal sehen. Erfahrung. Wie viel habe ich jetzt? Naja, 6200. Das ist schon ein Stück, aber... Okay. Das ist jetzt, sagen wir mal, überraschend. Und jetzt geht's mit dem Hammer hoffentlich in den passenden Rhythmus. Na, passend. Und jetzt habe ich sie beide. Eine mickrige Reichweite, die dann doch haben. Zumindest was die Schläge angeht. Ja, da hätte ich ihn beinahe gedacht. Na? Den letzten Schlag konnte er abwehren. Bis jetzt jedes Mal. Okay, schön. Packen und alles nehmen, was ich brauche. Mittlerweile 22 von diesen.